Was ich in diesem Movie vorstellen möchte, ist, wie ich mir mit einer programmierbaren Tastatur einen logischen Aufbau auf meiner Tastatur, also quasi einen eigenen Hardware-Controller selber programmiere und aufbauen kann. Das setzt voraus, dass ich eine Tastatur habe, die halt auch programmierbar ist. Hier in meinem Fall ist das eine uralte G11-Tastatur noch von der Firma Logitech, die aber den Vorteil hat, dass die eben einen eigenen Block hat, der auf der linken Seite der Tastatur angeordnet ist. Und dieser Block ist nochmal unterteilt, das heißt, es gibt Abstände zwischen den einzelnen Tastenblöcken, jeweils zu 6er-Gruppen, was eine sehr übersichtliche Struktur eigentlich hat. Wie man auf dem Bild sieht, gibt es nicht nur diese 3 Blöcke, 6 Tasten, die frei belegt werden können, sondern es gibt auch 3 Bänke, die ich oben umschalten kann. Das sind diese M1, M2 und M3 Knöpfe, wo ich dann eben zwischen logischen Settings, die ich da aufbaue, auch im Spiel schnell umschalten kann, indem ich einfach nur oben diesen M1 oder M2 Knopf betätige. Wenn man hier sieht auf dem Bild, da habe ich schon Einstellungen vorgenommen. Das ist bei IL2 jetzt so belegt. Und bei IL2 ist es halt auch so, dass wenn ich zum Beispiel die Wasserkühlung manuell benutzen möchte und den Ölkühler manuell benutzen muss, dann muss ich erst die Radiatorenautomatik umschalten, ausschalten. Deswegen habe ich mir also hier bei diesem Beispiel die manuelle und automatische Steuerung des Radiators oben über den Block gelegt, sodass ich im Grunde genommen erst oben die G4-Taste benutze, die Automatik ausschalte und dann unten drunter dann dementsprechend Wasser auf zu, Öl auf zu direkt drunter liegen habe. Im Spiel sieht das dann so aus. Erst die Automatik ausgeschaltet und dann unten drunter eben manuell eingegriffen, manuell verstellt, so wie ich das dann halt auch im Spiel haben möchte. Und in der Taste oben drüber dann gegebenenfalls die Steuerung eben auch wieder ausgeschaltet, indem ich dann oben die Taste nochmal wechsle. Das gilt auch für die ganzen Settings, die ich jetzt hier eingestellt habe und belegt habe, ob das jetzt der Propeller-Pitch ist, ob das der Radiator ist, ob das die Trimmung ist. Ich habe das halt alles auf diesem Tastaturblock, den ich selber programmieren kann, verteilt. Wenn wir uns das im Detail anschauen, in der Programmierung der Tastatur selber, dann ist das eigentlich nichts Aufwendiges, was da gemacht werden muss, sondern ich habe eine Belegung der Taste und da habe ich mich auch ganz stur an die Belegung der Tasten, also der Settings in IL2 gehalten. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Belegung habe, wie jetzt hier beim Pitch, das ist dann die Umschalttaste rechts plus P gedrückt, dann habe ich das auf meinem Nummernblock auch so belegt und so zugeordnet, dass ich das halt logisch direkt untereinander finde. Das Einzige, was ich halt in den Bänken gemacht habe, ist, dass unten, egal wo ich auch bin, in welcher Bank, ob das jetzt M1, M2 oder M3 ist, dass da immer die Trimmung liegt. Weil da möchte ich nicht großartig umschalten, weil die Stabilisatoren, die brauche ich im Spiel relativ häufig und da habe ich in jeder Bank immer unten rechts die Stabilisatoren halt belegt. Ja, das wollte ich einfach mal vorgestellt haben, das System, wie man sich also mit einer programmierbaren Tastatur eigentlich ganz gut einen eigenen Controller halt bauen kann für gerade hier Flugsimulatoren, wo teilweise dann eben die Konfiguration oder die Bedienung der Tasten dann halt auch gewechselt werden muss. Jetzt ist es halt so, dass die G11 lässt da halt auch mehrere Profile zu. Das heißt, ich habe also jetzt zum Beispiel auch teilweise ein neues Profil angelegt, zum Beispiel für die Heinkel 111. Die hat ein eigenes Profil,
weil ich dann eben über die Bänke, über das Umschalten der Bänke dann auch dann zum Beispiel alle drei oder alle beiden, nicht alle drei, alle beiden Motoren dann nochmal separat bedienen kann und so weiter und so fort. Das ist, das habe ich einfach gemacht, weil ich so ein bisschen diesen Aufbau jetzt auf der Tastatur auch machen möchte, weil es wird bald die Junkers 52 kommen, dann haben wir drei Motoren im Spiel, dann werde ich halt diese drei Bänke auch eben für die Motoren dann belegen und da habe ich mir schon mal versucht, irgendwie so eine Logik aufzubauen. Ja, das wollte ich mal vorgestellt haben, das Ganze, wie das so funktioniert. Es gibt eine Menge programmierbare Tastaturen auf dem Markt. Das muss jetzt nicht so ein uralter Schinken hier wie die G11 sein, obwohl das eine tolle Tastatur ist oder G15 auch eine tolle Tastatur war. Aber es gibt auch moderne Tastaturen, die eben diese Programmierung zulassen. Und ja, bei Flugsimulatoren, wenn man jetzt nicht so unbedingt hunderte von Euros in Hardware-Controller versenken will, kann man sich eigentlich hier mit diesen Tastaturen ganz gut behelfen, einen logischen Aufbau für sich selber zu Hause auch zu finden. Ja, in diesem Sinne, das war's eben mit dieser Vorstellung der programmierbaren Tastatur und den Settings, wie man das so machen kann.